Sommerlookbook. Ich habe euch meine Lieblingsstyles für diesen Sommer vorbereitet. Und bleibt jetzt unbedingt dran, denn am Ende dieses Videos gibt es eine kleine Verlosung. Los geht's! Outfit Nummer 1 besteht aus einem beigefarbenen Top, was ich letztens in Venlo entdeckt habe, und zwar aus dem Fashion Store Wonderland. Diesen Fashion Store gibt es auch in Mönchengladbach. Dazu trage ich so einen weit ausgefallenen Mini-Rock. Den habe ich mal vor Jahren bei TK Maxx entdeckt. Und zwar ist er von der Marke DKNY. So ähnliche Röcke findet ihr aber auch auf meiner Vinted-Seite. Dazu habe ich so ein süßes Handtäschchen kombiniert. Dieses Handtäschchen ist ein Geschenk aus Georgien und man sieht, das ist wirklich feine Handarbeit. Das ist so süß und passt perfekt zu dem Outfit. Dann wären wir auch schon bei Outfit Nummer 2, bei diesem schönen beigefarbenen Outfit. Hier trage ich wieder das Top aus dem Fashion Store Wonderland. Dazu habe ich eine schöne Strickweste kombiniert, beziehungsweise Häkelweste. Ein ähnliches Modell findet ihr bei Pull & Bear. Ich verlinke euch es gerne in der Infobox, so wie alle Outfits. Meine beigefarbene Paperback Shorts habe ich aus New Yorker, aber ähnliche Modelle findet ihr auch bei ASOS oder H&M. Dann wären wir jetzt auch schon bei diesem süßen Armband. Ich bin ja eigentlich so gar kein Schmuckträger, aber dieses Armband hat es mir wirklich angetan. Es besteht aus vielen bunten Steinchen und ein paar Muscheln. Das ist wieder ein Geschenk aus Georgien. Die haben da wirklich sehr schöne Souvenire. So wie dieser Rucksack. Seht ihr diese feinen Stickereien und die Farben? Ich finde, sie bringen nochmal einen richtig schönen Kontrast zum ganzen Outfit. Bei diesem Outfit habe ich mich für meine Plateauschuhe aus River Island entschieden, in Schuhgröße 32. Outfit Nummer 3 besteht aus einem kurzen Off-Shoulder-Shirt in dunkelgelb aus H&M. Dazu trage ich eine Tasche, die ich aus Mamis Kleiderschrank stibitzt habe. Mehr Artikeln aus Mamis Kleiderschrank, die sie nicht mehr braucht, findet ihr auf meiner Vinted-Seite. Und diese wunderschöne Hose habe ich ebenfalls bei Vinted gekauft. Bei der lieben Victoria. Ihre Vinted-Seite verlinke ich euch selbstverständlich auch in der Infobox. Dazu trage ich diese schönen Keilabsatzschuhe, ebenfalls aus River Island, mit weißem Lederimitat. Dann wären wir auch schon bei Outfit Nummer 4. Und zwar trage ich hier ein weißes Classic Graphic T-Shirt. Und zwar heißt das Modell Kandel von dem Fashion Brand auf Augenhöhe. Ihr könnt jetzt ganze 10% bei eurem nächsten Einkauf bei der Firma auf Augenhöhe sparen mit meinem Rabattcode 10JHART. Dieser Rabattcode gilt noch bis Ende August. Den Rabattcode verlinke ich euch selbstverständlich in der Infobox. Dazu trage ich so einen schönen, weit ausgefallenen weißen Rock. Und zwar von dem Brand MacGregor New York. Diesen schönen Rock habe ich bei TK Maxx gefunden. So wie diese schöne Tasche von Juicy Couture. Ich finde das so schön, dass sie die Farbe Rot hat und diese Lippenform. Das bringt nochmal einen schönen Kontrast rein. Dazu trage ich meine Plateauschuhe aus River Island. Kommen wir jetzt zu Outfit Nummer 5. Und zwar ist dieses Outfit für etwas frischere Sommertage auch gut geeignet. Die Lederjacke ist ein besonderes Fundstück aus dem Designer-Outlet in Remon, McArthur Glen, und aus dem Laden Nikki. Dazu trage ich eine Tasche, die ich aus der Boutique in Venlo gefunden habe. So heißt sie auch bei Instagram, Boutique Venlo. Natürlich verlinke ich euch die Boutique auch gerne in der Infobox, die Website und den Instagram-Account. Was mir ganz besonders an dieser Lederimitatjacke gefällt,
ist einfach mal dieses Schlangenmotiv. Das sieht man nicht so häufig. Deswegen habe ich auch nicht zweimal überlegt und die Jacke mir im Remont Outlet direkt mitgenommen. Unter der Lederjacke trage ich meinen schwarzen Jumpsuit, den ich mir vor ein paar Jahren schon bei ASOS bestellt habe. Und das ist einfach so mein It-Piece im Sommer. Das kann man einfach super zu verschiedenen Sachen kombinieren. Und ich habe den so lieb gewonnen über die letzten Jahre. Ähnliche Modelle verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Dazu habe ich solche schönen Plateauschuhe aus River Island kombiniert. Ich liebe vor allem dieses Detail von diesem durchsichtigen Bändchen. Kommen wir jetzt zu Outfit Nummer 6 und ihr seht einfach mal, ich glaube, das kann man einfach nicht übersehen, diesen wundervollen Blumenkranz. Und zwar wurde der von meiner Mami angefertigt. Solche schönen Blumenkränze könnt ihr euch für euren Anlass auf ihrer Instagram-Seite Michel Dekoration bestellen. Ich verlinke sie selbstverständlich in der Infobox. Meiner ist jetzt aus Holunderblüten und Hortensien. Ich persönlich empfinde solche Blumenkränze als der Hingucker für Hochzeiten oder für Fotoshootings. Passend zum Blumenkranz habe ich so ein schönes grünes Top kombiniert, was ich aus dem Kleiderschrank meiner Schwester habe. Dazu trage ich eine weiße Jeans, die ich ebenfalls aus dem Kleiderschrank meiner Schwester habe. Alle coolen Teile, die mir leider nicht gepasst haben aus dem Kleiderschrank meiner Schwester, habe ich euch auf meine Vinted-Seite gepackt. Ja, dazu trage ich wieder diese schicken Plateauschuhe aus River Island. Dann wären wir jetzt auch schon beim letzten Outfit, und zwar Outfit Nummer 7. Das besteht aus so einem schönen, luftigen Kleidchen, das ich ebenfalls aus dem Kleiderschrank meiner Schwester habe. Ja, wie gerade schon erwähnt, alle schönen Dinge, die mir leider nicht passen, findet ihr ab sofort auf meiner Vinted-Seite. So, meine Lieben, das war's mit meinem diesjährigen Sommerlookbook. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welches Outfit euch am meisten gefallen hat. Und hinterlasst unbedingt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommen wir jetzt zu der Verlosung. Ich verlose diese zwei auf Augenhöhe T-Shirts. Und zwar einmal das Classic Logo T-Shirt Candle in Schwarz oder Weiß. Und einmal dieses Cropped Slogan T-Shirt Ensien in Schwarz oder Weiß. Alles, was ihr tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist, einmal mir in die Kommentare zu schreiben, welches T-Shirt ihr gerne hättet und welche Größe ihr habt. Ja, am Ende schreibe ich den Gewinner an. Dafür müsst ihr mir natürlich entweder euren Instagram-Namen hinterlassen oder euren Facebook-Namen. Ja, meine Lieben, nehmt teil und mit etwas Glück gehört euch eins dieser T-Shirts. Ja, damit verabschiede ich mich. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut es bitte jetzt. Und hier kommt ihr zu zwei weiteren Videos. Tschüssi!